Und ich hatte nicht vor, heute auf ein paar Verrückte zu treffen. Das und Leben hallo? Ist voller Überraschungen, nicht wahr? Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Back to the Future. Wir sind in the game und in der Endstation, so gesehen. Fast in der Endstation. Wir haben jetzt das ganze Drobubabu, oder wie auch immer es nennen darf, ein ganzes Durcheinander haben wir gehabt. Wir sind ja von der Zukunft. Teilweise mal als Spaß in die Vergangenheit gereist, haben da was ausgelöst und sind wieder in die Zukunft gegangen, haben gemerkt, oh scheiße, das ist was ganz anderes passiert, da ist völlig was Falsches, sind wieder in die Vergangenheit gereist, ins 1931, 75, in die 50er Jahre, in die 30er Jahre. Vielleicht finden wir eine friedlichere Lösung, ja, das ist das Problem gewesen. Bleib, wo du Dame, bist, Mrs. Strickland, keine hat Ahnung, ja, wer du bist. Ja. Aber das wird mich nicht davon abhalten, dich und deine verrückte Freundin zu erledigen. Ich bin nicht seine Freundin. Hör mal auf zu reden. Die Miss Strickland hatte ja 1931, wo wir ja zugefahren sind, irgendwie dann den Wagen von uns geschnappt und ist ins 1850, keine Ahnung was, und dann mal hier. Und dann hat sie eigentlich verhindert, dass Hill Valley mit diesem Akt hier, hat sie natürlich verhindert, dass Hill Valley so gesehen existiert. Und das wollen wir jetzt verhindern. Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tanner. In Ordnung mit Physik. Willst du mich wegen meiner angeblichen Verbrechen nach 1931 zurückbringen? Naja, nun haben wir hier da hinten ein Fass. Aber wir kommen da nicht hin. Verdammt. Da ist ein Sandsack direkt über Tennants Kopf. Was könnte ich auf Ednas Fackel fallen lassen? Können wir? Wir können das nicht mit. Warum? Wir können das nicht mitnehmen. Und hier ist ja nichts mehr. Das heißt, das Ding ist oben. Wie kommen wir da nach oben? Wie stehen eigentlich die Chancen, dass ich im Gleichen. Wir können da gar nicht mehr interagieren, ne? Wir haben ja auch keine Möglichkeit. Ich tut mir leid, aber ich frage mal einen Hinweis. Dann habe ich keine Ahnung mehr, was wir tun können. Du hast den ersten Schritt vollbracht. Aber jetzt ist das fast außerhalb deiner Reichweite. Kannst du es bewegen, ohne es zu berühren? Ach so. Darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss, ne? Muss ich irgendwie das Fass. In 100 Jahren. Ja, in 100 Jahren ist Hill Valley. Aber was hast du gesagt? In 100 Jahren? Red mal eine Runde weiter, Edna. Ich muss Ednas Fack. Oh, sie redet nicht mehr weiter. Ich dachte, irgendwas kommt da mit 100 Jahren oder so, weil in 100 Jahren wäre natürlich Hill Valley gar nicht mehr vorhanden, weil schon 1900, keine Ahnung, was. Ne, 1951 waren gar nichts. Ich frage mich gerade, wie überhaupt. Ja, gut. Seil, wir ziehen mal eine Runde dran. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Ich denke, das da ran, dann gehen wir da runter und willst du mich wegen meiner angeblichen Verbrechen nach 1931 zurückbringen? Oder gibt es etwa einen Zeitgerichtshof für solche Sachen? Einen Zeitgerichtshof? Wovon im Namen von Ulysses S. Grant spricht sie? Keine Ahnung, aber wir haben hier die losen Dielen. Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Okay. Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Na oben und Seile schwingen oder sowas, eine Art. Meine Nase kratzt wirklich meine Arme. Meine Nase ist ja hier gerade eine Runde am Durchdrehen. Aber wir haben es geschafft. Mit ein bisschen Hilfe, tut mir leid, aber naja, manchmal geht's eben ohne. Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Ja, wie jetzt?
Wo die Battles wo? Mary Pickford? Wie soll man einen Sandsack schneiden? Erzähl mir nicht, dass du nicht. Los! Ach so. Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tannen. Ladies first. Na los, du Verdammter! Was zum Geier? Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meint, Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Edna's DeLorean. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Stundenkilometer erreicht. Los! Okay, Edna, mach dir keine Sorgen. Du bist eine kluge Frau mit einem starken moralischen Kompass. Du musst dich nur irgendwie hier rauf. Oh Mist! Was tut sie? Ich glaube, sie überschüttet uns mit Euphemismen. Zum Glück ist die Straße aus dem Hillbilly von 1875 noch ziemlich holprig. Unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit auf 140 Stundenkilometer beschleunigen kann. Wie können wir sie aufhalten? Gute Frage. Wir dürfen sie nicht verletzen oder das Fahrzeug beschädigen, um die Zeitachse nicht noch weiter zu verschieben. Zum Glück haben mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich in den DeLorean eingebaut hat, auf eine Idee gebracht. Hier, nimm die. Was ist das? Flugsynchronisationsmodule. Wie funktionieren die? Normalerweise verwende ich sie zu Wartungszwecken. Aber wir können sie vielleicht auch dazu verwenden, sie mit den anderen Diagnosemodulen des DeLorean zu synchronisieren. Und so versuchen, beide Zeitleitungen zu verbinden und das Zeitziel des anderen DeLorean außer Kraft zu setzen. Zumindest in der Theorie. Das ist ein großartiger Plan, denke ich. Das Beste, wir müssen die Module nicht einmal an den Rahmen schweißen. Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Ein Hoverboard! Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. Bist du für den Sprung bereit? Fertig, Doc. 1, 2, 3, spring! Oh. Gut gemacht, Marty. Wie ist der Funkempfang? Super. Woher haben Sie die? Aus Wörths Sammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert. Denk dran, du musst nur die Flugsync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Was? Nochmal das gleiche eigentlich wie damals mit Dingens halt, ne? Wir hatten das schon mal. Wirklich schon mal hier eine Runde, ne? Okay, können wir die irgendwie ablenken oder so? Nee, okay, gut. Auf die andere Seite mal, weil die Dame ist ja links, ne? Siehst du? Gut gemacht! Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel! Ich versuch's, aber hier draußen holpert es ganz schön! Mit dem Scheibenwischer vielleicht? Warte mal, jetzt mit.
Wow. Boah, die Dame ist aber auch ziemlich ein bisschen doof. Super, ein Flug sind geschafft. Jetzt noch zwei. Zwei? Was? Wie zwei? Wir haben noch nur... Nee, ich sehe noch nur zwei. Aber gut. Okay, das geht also nicht. Ich komme nicht am Rückspiegel vorbei. Den Rückspiegel eventuell ein bisschen... Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was... Oh, keine Ahnung. Nein. Ich weiß nicht... Ich weiß es auch nicht. Gut, wir fragen mal eine Runde hier. Kommst du an Diagnosemodul auf der Fahrerseite des Motorhaube? Nein. Ach so, das ging aber... Doch, das ging letztens schon. Das ging letztens ja echt doof, Mann. Ah, bin ich doch doof. Eigentlich geil bei einem fahrenden Auto, ne? Ah. Okay, sie hat jetzt teilweise... Nicht durch die Flammen! Sie könnten radioaktiv sein! Ich fahre auch nicht gern durch normale Flammen. Okay, dann wieder vorne rum. Mir geht's gut. Mir geht... Nicht durch die Flammen! Ich fahre auch... Ah, was ist denn hier los? Haben wir hier... Logisch, eigentlich ja doof. Eigentlich wirklich logisch. Ich weiß nicht, was dann... Okay, dann eben nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ach, oh, ich bin so durcheinander. Ich glaube, heute bin ich einfach nur doof. Tut mir leid, heute bin ich wirklich nur doof. Es ist abgeschlossen. Ich bin heute einfach nur ein bisschen doof. Wir sollen ja eigentlich das hier Mr. Fusion kümmern, ne? Gute Arbeit, Murphy. So, dann jetzt wieder rückwärts rum, ne? Ich bin eigentlich doof. Wir hätten das Ding eigentlich zumachen sollen, aber... Naja. Geschafft! Spitze! Jetzt sollten wir das Fluxmodul anbringen, bevor sie uns das Leben schwer macht. Hat sie es uns etwa bisher leicht gemacht? Naja. Versuchen wir es, Doc. Oh. Perfekt! Und jetzt richte den Flugsync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean! Empfangsschüssel! Geschafft! Okay. Komm mal! Oh, gut, super! Bling! Das Dritte? Gleich haben wir es geschafft, Marty! Nur noch ein Flugsync! Runter von meinem Auto, Rabauke! Ah, da oben, ne? Hab ich gar nicht gesehen. Ich komm von hier aus nicht ran! Genau in der Mitte. Von hier aus kommen wir auch nicht wirklich ran. Ich komme von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach klettern.
Master Fusion? Will ich ihn deaktivieren? Lass ihn. Atomreaktoren lässt man am besten in Ruhe. Ja, aber irgendwie... Es ist abgeschlossen. Nein, du sollst da oben gehen. Verdammt nochmal, ist doof, komm. Nein. Es ist abgeschlossen. Mann, doof. Okay, das bringt also nichts, meine Freunde. Wir sehen uns. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wie es weitergeht und wie wir hier zustande kommen, das sehen wir in der nächsten Episode. Viel Spaß und wir sehen uns.